Reform the future. Change is now. Der Frankfurt Fashion Week Talk bei Radio Frankfurt. Präsentiert von Mainova, dem offiziellen Powerpartner der Frankfurt Fashion Week. Jawohl, bald steigt sie, die Frankfurt Fashion Week bei uns hier vom 17. bis 21. Januar 2022. Ich habe diese Woche schon viele spannende Gäste aus der Frankfurter Fashion Szene und lokale Support aus der Wirtschaft bei mir gehabt. Heute nochmal zwei interessante Damen, die ich heute nicht zusammen, sondern mal nacheinander interviewen darf. Ab ca. 12.30 Uhr spreche ich mit Cornelia Dollacker. Sie ist Diplom-Designerin und Geschäftsführerin, Kuratorin und Leiterin von Hessen Design. Und bis dahin spreche ich jetzt mit Seven Cielli, die gerade schon hier bei mir steht. Grüß dich. Hi, hallo. Schön, dass ich dabei sein kann heute. Aber selbstverständlich. Wir freuen uns über deine Anwesenheit. Seven, erklär mal ein bisschen was über dich, dein Business. Was bist du in einem Satz? Ich bin die Fashionfrau in Frankfurt. Die Fashionfrau in Frankfurt? Okay, heißt du bist Designerin? Was machst du noch so alles? Also ich bin eigentlich Designerin ursprünglich und seit 3 Jahren auch Veranstalterin der Frankfurt Fashion Lounge in Frankfurt. Reform the future. Change is now. Der Frankfurt Fashion Week Talk bei Radio Frankfurt. Präsentiert von Mainova, dem offiziellen Powerpartner der Frankfurt Fashion Week. Seven Cielli ist diese halbe Stunde bei mir. Sie ist Veranstalterin der Frankfurt Fashion Lounge auf der Frankfurt Fashion Week im kommenden Januar. Seven, du sagtest eben, deine Lounge gibt es bereits seit 3 Jahren und nicht erst seit der ersten Frankfurt Fashion Week, die in diesem Sommer ja bereits stattgefunden hat. Das war also nicht die erste, ne? Nein, nicht ganz. Die Frankfurt Fashion Lounge hat schon 2019 November stattgefunden und ist natürlich mit der Pressemeldung der Frankfurt Fashion Week gewachsen und hat dann letztes Jahr den Auftakt gegeben zu Frankfurt Fashion Week im Juli am Opernplatz mit 10 Runway-Shows und einem 30 Meter Laufsteg. Während viele andere das Ganze digitalisieren mussten wir wissen schon wegen was, ne? Durftest du quasi so stattfinden, wie du es dir vorgestellt hattest, oder? Ja, weil ich hatte ein pandemiebedingt konformes Konzept. Mhm. Unser Runway hat outdoor stattgefunden und im Sommer, wie ihr wisst, haben wir ja alle draußen auch uns frei bewegen dürfen. So durfte ich mit 120 Gästen die Runway-Shows an der Alten Oper umsetzen. Die Frankfurt Fashion Lounge veranstaltest du auch dieses Jahr, beziehungsweise Januar dann 2022. Ich bin schon gefühlt im nächsten Jahr. Ich auch. Sehr schön, sehr schön. Auf was dürfen wir uns freuen? Also man muss natürlich dazu sagen, die Frankfurt Fashion Week ist eine der wichtigsten Modemessen in ganz Deutschland und das ist auch das Hauptmodul, damit überhaupt eine Fashion Week stattfindet, ist die Messe. Und die Messe ist ja nach Frankfurt gezogen und jetzt kann die ganze Stadt damit vibrieren. Und die Fashion Lounge ist eines der Events, die dazu gehören, um die Stadt einfach zu beleben und mit Fashion zu füllen. Und wir werden jetzt im Januar ganz tolle Runway-Shows haben von nationalen und vor allem auch hessischen Designern. Wir haben zum Beispiel David Tomaszewski aus Berlin da, der eigentlich ein Mercedes-Benz-Designer ist, sage ich mal, der jahrelang dort ganz große Shows gemacht hat. Mit dem machen wir eine Couture-Show in der Alten Oper im Restaurant Opera. Und zugleich haben wir aber auch einen wahnsinns coolen Frankfurter Couture-Designer Albrecht Ollendieck, dessen Show auch ganz edel im Restaurant Opera stattfindet. Und dann haben wir coole Brands hier aus Frankfurt. California Style, Street Style, Wild City Girl Style. Und diese Runway-Shows finden im Sofitel Frankfurt Opera statt. Und wir haben auch dort nochmal eine ganz exklusive Markenpräsenz, wir nennen das Showroom, wo Endverbraucher, Influencer, Medien, Presse und Freunde vorbeikommen können, Brands und ihre Kollektion kennenlernen können. Im Juli fand das Ganze ja schon outdoor statt, im Januar auch? Nein, im Januar, dann würden ja alle hier Schneemann werden. Ich würde gerade sagen, deswegen frage ich ja, was müssen wir uns einstellen? Nein, auf dicke Klamotten? Nein. Nee, wir haben 2 Veranstaltungsorte. Unser Hauptveranstaltungsort ist das Sofitel Frankfurt Opera, das ist ja ein Nobelhotel. Und wie viele Fashion-Kenner, sage ich mal, veranstalten wir in der Lobby, like Coco Chanel. Coco Chanel hat ja auch in Paris zu früheren Zeiten ihre Shows in Hotellobbys gemacht. Und so veranstalten wir jetzt auch unsere Runway-Shows in der Lobby vom Frankfurt Sofitel Opera. Das klingt alles sehr, 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 sehr schick. Ist das auch genau so, Absolut. Wie ich es mir gerade vorstelle? Also ich kann nur schick.
Ach so. Man sieht's dir an. Ja, du kannst nur schick. Welche Brands sind da mit dabei? Ja, also wir haben zum Beispiel aus Frankfurt Bijens. Bijens macht ganz tolle, hochwertige italienische Herrenaccessoires von Gürtel, Taschen, Schuhe und so weiter. Dann haben wir Good Flavor, ist ein junger Mann aus Kelsterbach, der Street Style macht. Dann haben wir Lobby Cat, Stacy Ball, die eine Jet-Setterin eigentlich ist. Die bringt ein bisschen den California-Style. Dann haben wir Nekia. Nekia macht auch eine Frankfurterin, eine sehr coole. Die macht ein bisschen eher so Street-Style, aber Wild Girl. Also das muss man sich echt mal anschauen. Dann haben wir zum Beispiel Herzensangelegenheit. Das ist eine Marke aus Bremen, eine sehr erfolgreiche Marke, die Kaschmir-Seide-Kollektionen macht und die präsentieren. Dann haben wir V-Dress Collective. Das ist eine Marke aus zwei Gründerinnen aus Hamburg und Berlin, die Luxury wie Hermes, Gucci, Dior zum Laien. Hab ich von gehört. Zum Laien anbieten. Und die was machen. Zum Laien? Ja, das ist zum Thema Nachhaltigkeit auch nochmal ganz wichtig. Genau. Und diese zwei hübschen Damen werden das erste Mal einen Runway machen mit verleihbarer Luxury sozusagen. Das klingt doch sexy hier. Und Nachhaltigkeit ist ja eins der Kernthemen der Frankfurt Fashion Week. Wie supportet FFL, also euer Frankfurt Fashion Lounge, das Thema Nachhaltigkeit? Ja, also wir haben da was ganz Tolles vor. Und zwar am 20. Januar. Wir starten ja am 18. mit Showroom und Runways zwei Tage. Und am 20. Januar haben wir uns ein Panel Day überlegt und werden ein Panel zum Thema Nachhaltigkeit initiieren. Das macht auch Sanu Sarah Durmas. Das ist eine junge Dame, die sich im Thema Nachhaltigkeit, ich sage immer, sie ist eine positive Aktivistin, Tierschützerin und so weiter, die mit 6 Gastrednern zu diesem Thema Diskussionen führen wird. Und wir laden auch herzlich ein, als Gast, wenn möglich, natürlich dabei zu sein. Reform the future. Change is now. Der Frankfurt Fashion Week Talk bei Radio Frankfurt. Präsentiert von Mainova, dem offiziellen Powerpartner der Frankfurt Fashion Week. Seven Shirley ist bei mir, die Fashionfrau in Frankfurt, sagt sie. Sie ist nicht nur dreifache Mami, sie betreibt auch das Modelabel Chili Bang Bang und ist offizielle Partnerin der Frankfurt Fashion Week im Januar 2022. Sie veranstaltet wieder die Frankfurt Fashion Lounge. Und Seven, auf der Homepage frankfurtfashionlounge.de habe ich was von dem Mentoring-Programm Fashion Designer Hessen gelesen. Was versteckt sich dahinter? Das ist mein Herzensprojekt und zwar habe ich da ganz tolle drei Partner zu dem. Einmal das Füller Fashion Concept Store Füller in der Goethestraße. Das ist ja ein 6-Generationshaus, einer der bekanntesten Geschäfte hier, die High-End-Labels verkaufen von Yves Saint Laurent bis Off-White und so weiter. Eines meiner Partner, dann die Maßschneiderinnung Hessen, Roland Thiesen, der Geschäftsführer, und Oliver Schwebel, der Geschäftsführer von der Wirtschaftsförderung Frankfurt. Wir gemeinsam haben eine Ausschreibung gemacht für Newcomer, Unternehmer, die sich als Designer etablieren wollen, und wir haben unglaubliche 5 Finalisten, die wir am 20. Januar vorstellen werden, die auch tolle Geschenke bekommen, wie zum Beispiel eben das erste Mal in Frankfurt, dass sie in der Goethestraße im Füller einen Local Designer Präsentationsfläche bekommen. Wow. Also in einem der ist es die First Class Straße in Frankfurt, was Fashion geht. Mehr geht nicht, mehr geht nicht. Und das Ganze, die ganze Frankfurt Fashion Lounge ist eigentlich darauf aufgebaut, dass wir versuchen in Frankfurt die Community an Kreativen und Designern mehr Visualität zu geben, mehr Sichtbarkeit zu geben eben und sie wachsen zu lassen. Und wir haben im Juli eben schon die Erfahrung gemacht, wie viel Designer motiviert waren. Wir können uns dieses Jahr gar nicht mehr retten vor Anfragen. Savage, was trägst du heute für ein Dress? Ein samtenes Ensemble? Wie nennt sich das? Grüne? Ja. Grün-weihnachtlich, gell? Ja, also das ist mein Tannenbaumkleid. Wow. Und lustigerweise habe ich auch das designt. Das ist von meiner Marke. Die heißt wie nämlich? Joyce Woman. Jetzt kommt die Eigenwerbung. Die heißt Chili Bang Bang Fashion. Wo gibt's die? Ja, also die gibt's online und in ausgewählten Geschäften. Chili Bang Bang Fashion. Voll geil. Savage, wie groß ist dein Kleiderschrank? Oh Gott, das Kleiderschrank? Du meinst, wie groß ist das Zimmer? Ich hätte jetzt gesagt, wie groß ist die Etage? Noch besser. Wie groß ist er? Kannst du es abschätzen ungefähr? Oh Gott, also ich glaube, ich habe schon 25 Quadratmeter. Nur für Kleidung, nur Schuhe. Ja. Alles ganz
klar geordnet? Ordnest du nach Farben so ordentlich oder schmeißt du alles so kreuz und quer? Nein, also lange Kleider, kurze Kleider und nach Farben geordnet. Ja? Weggehen, nicht weggehen, leger. Was ist das teuerste Teil bei dir im Schrank? Oh, das darf ich nicht sagen. Ach komm, haus raus. Oh, ich glaube, ich habe da von Louis Vuitton irgendwas um die 5.000, 6.000. Ja, wie genau. Viele Schuhe hast du? Oh, wie viele Schuhe habe ich? Bestimmt über 100 Paar. Kannst du dich gut von alten Sachen trennen? Nein, gar nicht. Ich liebe meine Sachen. Wie viel hast du? Also du hast nicht nur das eine Zimmer, du hast noch ein anderes, wo du Sachen lagerst, die dir... Ich sage mal so, von meinen Sachen könnten meine ganzen Nichten und Cousinen bekommen auch was ab. Es wird weitergegeben. Ah. Zum Beispiel, ich habe 3 Kinder und die Klamotten werden an Dörfer geschickt, in der Türkei zum Beispiel, wo viele Kinder auch Klamotten brauchen. Ja, die Frau Jeli macht nämlich auch ganz viel in Sachen Charity. Das finde ich auch ganz große Klasse. Was für eine Powerfrau, du bist wirklich der Hammer. Was ist so das absolute Must-Have, das man haben muss? Oh, dieses Jahr. Und zwar ein Samtkleid in Farbe Tannenbaum von Philipp. Nein, Spaß beiseite. Also dieses Jahr. Warum nicht? Das sieht klasse aus. Dankeschön, das nehme ich als Kompliment an. Selbstverständlich. Aber was ein Must-Have ist, definitiv Glitzer dieses Jahr. Große Marken bis kleine Marken haben ganz viel in dem Bereich auch schon designt. Und ich glaube, jetzt zu Pandemiezeiten tut uns allen auch ein bisschen Glitzer gut. Eine letzte Frage. Was trägst du zu Hause? Auch Designerkloppen oder Klamotten oder schmeißt du dich auch mal in die Jogge? Ganz ehrlich, am liebsten Jogginghose und das T-Shirt von meinem Mann. Echt jetzt? Ja. Finde ich spitze. Weil der, also Sonntag ist einfach nur Make-up weg, Schmuck weg, alles weg und Haare nach oben, der Berliner Dutt sozusagen und die hässlichste, bequemste Jogginghose und T-Shirt von meinem Mann. Sevin Ciel, ich freue mich sehr, dass du unser Gast heute gewesen bist. Diese Stunde ist schon rum. Mensch. Super, ich habe dir zu danken für das tolle Interview und wir freuen uns alle, wenn ihr auf die frankfurtfashionlounge.de Seite geht und Teil von unserem Programm werdet. Reform the future. Change is now. Der Frankfurt Fashion Week Talk bei Radio Frankfurt. Präsentiert von Mainova, dem offiziellen Powerpartner der Frankfurt Fashion Week. Die zweite Powerfrau diese Stunde steht jetzt bei mir in den Skyline Studios, um über die Frankfurt Fashion Week im Januar mit mir zu sprechen. Dippeldess Cornelia Dollacker. Grüß dich, Conny. Ja, hallo. Grüß dich, Herr Marcel. Dippeldess, was heißt das denn? Diplom? Designerin? Hast ja, genau. Ach, das heißt es. Design-Diplom sogar? Ja. Das wusste ich gar nicht. Wo hast du das gemacht? An der HFG in Offenbach. In Offenbach? Ja. Bei unseren Kumpels um die Ecke? Ja. Sehr schön. Mhm. Du bist Geschäftsführerin und Kuratorin und die Leitung von Hessen Design. Mhm. Was ist Hessen Design? Hessen Design ist von der Geschäftsform ein Verein, aber wir sind für alle Designer, für diese Berufsgruppe sozusagen eine übergeordnete Institution. Wir machen Ausstellungen, wir machen Bildungsprogramme, Netzwerkveranstaltungen und versuchen eigentlich Design als eine wichtige Wettbewerbsfaktor mittlerweile eigentlich zu verbreiten und zu gucken, dass eben qualitätsvolle Produkte hier in Deutschland auch entstehen. Finde ich gut. Und vor allem hier bei uns in Frankfurt, oder? Genau, und nachhaltig neuerdings ist natürlich auch da der Fokus ganz wichtig, dass die Produkte nachhaltig produziert werden oder auch wieder upcycled werden. Ja. Eins der wichtigen Kernthemen der Frankfurt Fashion Week im Januar, was ich sehr, sehr gut finde. Hessen Design ist aber keine kann man bei euch auch lernen? Oder gibt es bei euch auch noch eine Schule? Ja. Nein. Wir bilden eher Leute fort, die schon quasi ein Unternehmen haben und dann gibt es immer da nochmal Nachholbedarf an Verträgen, an Renten und Absicherungssachen und solchen Dingen. Alles drumherum, was man so braucht, auch als Selbstständiger. Ne? Die nehmt ihr bei der Hand. Ja, oder zum Beispiel die Solo-Selbstständigen jetzt durch Corona waren ja sehr geprüft und haben gelitten. Finanziell gefordert, da keine Finanzen da waren. Eben, und da haben wir versucht, die Hilfsmaßnahmen einfach aufzuführen und da auch
Hilfe zu geben. Was, ihr seid natürlich involviert in die Frankfurt Fashion Week, ist ja sonnenklar, vom 17. bis 22. Januar hier bei uns in unserer schönen Stadt. Was wird jetzt bei euch, von euch organisiert für die Frankfurt Fashion Week? Ja, wir haben diesmal eine ganz tolle Location gefunden. Unsere Vorstandsfrau, die Frau Fehrenbach, hat sowieso in ihrem Business sozusagen Mode als ein Hauptschwerpunktthema. Und da gibt es einen neuen Showroom von Polestar. Das ist eine Tochterfirma von Volvo. Und diese Elektroautos bilden sozusagen den Rahmen für nachhaltige Mode. Mhm. Nachhaltige Autos und nachhaltige Mode. Eben, passt doch irgendwie zusammen. Ja, genau. Das Programm heißt Transforming Frankfurt Fashion. Mhm. Ja. Erstmal, was bedeutet das und wie wird das aussehen jetzt in Zeiten von Corona? Es wird am Montag eine Eröffnung geben, es wird täglich Talks geben, die Labels stellen sich vor, man kann sie online begegnen, aber auch real vor Ort. Und am Mittwoch wird es eine Podiumsdiskussion geben, Installationen. Wir stellen von Hessen Design unseren Nachwuchswettbewerb vor, die Hessen Design Competition. Also die 5 Tage sind jeden Tag voll gefüllt mit Programmen und tollen Aktionen, genau. Highlights, ja. Jeden Tag. Ja. hessendesign.de ist eure Homepage. Kann ich das Programm schon einsehen? Ja. Wunderbar. Für viele, die keine Ahnung haben, nenne ich es jetzt mal, ist ja Frankfurt oder Hessen nicht unbedingt eine Modestadt oder ein Modeland. Aber wie gesagt, die haben gar keine Ahnung, weil es gibt so viele hessische und Frankfurter Modelabels. Mhm. Einige waren auch schon bei mir zu Gast, was ich sehr, sehr schön finde. Mhm. Gibt es eine Zahl, wie viele es da gibt? Also ich bin auch auf die Suche gegangen. Für mich war das jetzt auch erstmal ein Gebiet, was oder ein Acker, der noch etwas ungepflügt war. Mhm. Also ich habe mittlerweile 40 Modelabels herausgefunden. Wow. Und noch so 20 Unternehmen, die sich auch so in der Textilbranche also noch dazu gerechnet werden können. Aber ich muss sagen, ich finde immer wieder noch neue, ist immer noch ein Feld, was vielleicht auch nochmal... Es gibt noch viel zu entdecken. Ja, auf jeden Fall. Und wer es noch nicht entdeckt wurde, soll sich einfach mal melden, oder? Ja, genau, sehr richtig. Gerne. Jetzt gibt es noch ein digitales Format, das du parallel am Start hast. Ja. Hessen Design Roots. Was können denn Modeinteressierte dort finden? Ja, also wir haben uns gedacht, aufgrund der Pandemie, dass es auch nochmal wichtig wäre für die Frankfurter, die ganzen Labels sozusagen auf dem Portal zusammenzufinden. Also ein bisschen wie Yellow Pages sozusagen, weil es ist ja sehr schön, wenn man sich jetzt selber mal entschließt zu sagen, ja, ich möchte nachhaltige Mode kaufen, dann ist der nächste Frage, wo kann ich sie denn kaufen? Mhm. Und da gibt es jetzt sozusagen Adressen und auch Programme und irgendwie neue Kollektionen. Es gibt aber auch noch eine spezielle Broschüre extra für die Fashion Week, die heißt Voila, Frankfurt Fashion. Und da gibt es eine Broschüre, wo alle nochmal zusammengefasst sind. Also das geht jetzt auch im Januar mit an den Start. Die Broschüre ist noch nicht online oder wo finde ich die, meine ich? Genau, das ist jetzt gerade so am Entstehen, im Machen. Aha. Aber bis dorthin gibt es an vielen öffentlichen Plätzen und Cafés und so weiter die Broschüre dann zu finden. Ah. Reform the future. Change is now. Der Frankfurt Fashion Week Talk bei Radio Frankfurt. Präsentiert von Mainova, dem offiziellen Powerpartner der Frankfurt Fashion Week. Wir freuen uns auf dieses tolle Event vom 17. bis 21. Januar nächsten Jahres. Bei mir steht eine der Mitmacherinnen, Designerin Cornelia Dollacker, nämlich Leiterin von Hessen Design mit Sitz in Darmstadt. Jetzt geht es bei deinen Projekten, der Hessen Design Fashion und der Hessen Design Roots, immer um die Designer und Designerinnen, die im Fokus stehen. Warum steht bei dir der Mensch so im Fokus? Mhm. Ja, also irgendwie gibt's da in Deutschland so ein bisschen eine Tradition, dass man eigentlich gar nicht weiß, von wem irgendwie eine Lampe oder ein Stuhl ist und so weiter. Also das sind so etwas, die südlichen Länder etwas
offener mit den Namen und mit den Designern, die dahinter stehen. Und ich finde das eigentlich ganz wichtig, weil man eben dann auch, wenn man den Mensch dahinter kennt, vielleicht das Label für noch überzeugender und authentischer hält. Ist auch eine Wertschätzung der Mensch gegenüber, ja, oder? Der genau, das Ganze in seinem Kopf hat entstehen lassen. Ja. Wunderschön. Was steht denn bei dir, bei der Hessen Design nächstes Jahr auf dem Programm, abseits der Fashion Week? Ja, also wir haben schon ein tolles Programm für nächstes Jahr entwickelt. Vor allem haben wir jetzt einen digitalen Ausstellungsraum und können jetzt sozusagen nicht nur real auf der Mathildenhöhe das Ganze zeigen, sondern auch weltweit die Ausstellungen. Dann gibt's natürlich wieder eine neue Competition für die Nachwuchsdesigner. Die sollen sich dann bitte melden. Das sind lauter Leute, die in Hessen studieren. Wir haben immerhin 5 Gestaltungshochschulen. Mhm. Ja, also das wird ziemlich schon gleich zu Beginn des Jahres, wenn die Corona-Kralle uns etwas lockerer lässt, wird das dann auch wieder zu realen Veranstaltungen bei uns im Designhaus in Darmstadt kommen. Toi, toi, toi. Ja. So, morgen ist Heiligabend, gell? Mhm. Feierst du ordentlich Weihnachten? Ja, natürlich. Ja, 3 Tage lang oder gibt's da so... Wie ist dein Programm die nächsten 3 Tage? Ich fahre in die Berge. Ach, Gott, schön. Ja, meine Eltern haben sich da einen schönen Wohnort ausgesucht. Alright. Da, wo die Leute Urlaub machen, da darf ich jetzt hinfahren. Kannst du sagen, wo? Nicht, muss ich die Straße nennen? Aber dort, wo Neuschwanstein steht. Das geht nicht besser. In Füssen? Schwangau, Füssen, ja, genau. Oh, wow. Ja. Mit Blick aufs... Ja. Ach, du lieber Himmel. Ja, genau. Da strahlst du aber auch. Ja. Sieht man die an. Wann fährst du los? Morgen spät Nachmittag. Was? Zur Bescherung? Ja. Aber wie lange fährt man da? 3 Stunden oder so? 4. 4 ja. Stunden? Ja. Aber dann geht's ordentlich essen, oder? Ja. Mhm. Weißt du schon, was auf dem Speisebahn steht? Hecht, glaube ich. Hecht? Alter, ihr lasst es euch aber gut gehen. Sehr schön. Ja. Du als Designerin, was verschenkst du Heiligabend oder deinen Lieben? Naja, also einmal finde ich immer natürlich Design-Sachen für einfach auch langlebiger. Also ich halte gar nichts davon, diese kurzen, schnellen Geschenke, die dann nach 1,5 Jahren wieder irgendwo in einem Umzugskarton verschwinden. Oder auf dem Flohmarkt. Ja, oder auf dem Flohmarkt, genau. Also ich finde schon, wenn man sehr gute qualitätsvolle Sachen aussucht, dann bleiben die halt vielleicht sogar bis zu den Enkeln bestehen. Mhm. Also das macht irgendwie schon Freude, wenn so langlebige Sachen gemacht werden. Mhm. Oder natürlich auch einfach was selber machen. Ich wollte gerade sagen, Design. Backen. Kochen, backen auch. Ja. Auch noch nebenbei. Ja. Was kochst du, backst du da so gerne? Was sind so deine Schmankerl? Es gibt Butterkekse bei uns traditionell von meiner Mutter. Naja, aber die müssen wir auch können. Ja. Okay. Ja. Von deiner Mutter. Ich wollte wissen, was du kochst oder backst. Was deine? Ja, aber das Rezept ist Familienrezept. Ah, ich verstehe. Ja. Ich verstehe. Jetzt hast du mir verraten, dass du Filme liebst. Ja. Dann ist das natürlich eine fantastische Zeit für dich, wenn du denn auf so Weihnachtsfilme, Liebesfilme, Christmasfilme stehst. Ja. Was wirst du dir so anschauen? Was ist so das, was du nicht verpassen darfst? Ja, also das hat auch ein bisschen was mit der Modewelt zu tun. Das passt eigentlich hier gerade ganz gut. House of Gucci läuft gerade an und mit der wunderbaren Lady Gaga, die man gar nicht so vielleicht bisher als Schauspielerin abgespeichert hat. Naja, aber sie ist wirklich, genau. Und Ridley Scott hat die Regie geführt. Wow. Ja, also, Aliens und er hat alle und so eingeladen und macht eigentlich so eine Karikatur, ist natürlich eine wahre Geschichte, wie das mittlerweile gerade sehr in ist. Es muss die wahre Geschichte dahinter sein. Ist klar. Dann, und dann kann man da mal in den Feiertagen in die opulente Welt der High-End-Designer italienischer Lebensart eintauchen. Ist das nicht eine schöne Aussicht? Auf jeden Fall. Ich freue mich drauf. Hab den Film noch nicht gesehen, werde es auf jeden Fall tun. Ja. Super. Ich wünsche dir alles Gute und wünsche dir eine ganz, ganz tolle, leckere Zeit mit Ausblick aufs Schloss Neuschwanstein. Ja. Hammer, cool, finde ich das. Ja. Darf ich dir zum Schluss noch einen Weihnachts- oder einen Wunschsong erfüllen? Ja. Ob Weihnachten oder nicht, das bleibt dir überlassen. Ja, eben, ich würde mir Chris Rea
Driving Home for Christmas? Ja, genau, weil ich fahre wirklich Musik gerne nach Hause. Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß und schön, dass du hier warst. Vielen Dank. Die Leiterin von Hessen Design, Cornelia Dollacker, war das hier im Frankfurt Fashion Week Talk auf Radio Frankfurt. Das war der letzte diese Woche. Alle Talks mit allen Gästen finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und alle Infos zur Frankfurt Fashion Week, die vom 17. bis 21. Januar 2022 stattfindet, finden Sie auch unter frankfurt.fashion.